Schönen guten Abend. Mein Name ist Moser Sabox hier. Ich bin Chefredakteur der Sportärztezeitung und darf Sie recht herzlich zu unserer heutigen Online-Fortbildung When Therapy Becomes Training begrüßen. Das Thema heute lautet Body, Back and Knee: Chancen und Potenziale kombinierter sportmedizinischer Anwendungen. Und gerade in der Kombination verschiedener Anwendungen besteht ein großes, wenn auch teilweise noch ungenutztes Potenzial, und dementsprechend bin ich sehr gespannt drauf, was unsere Referenten auch dazu heute sagen werden. Mein Dank an dieser Stelle an unsere vier Referenten, die nicht nur mit medizinischer Expertise glänzen, sage ich mal, sondern heute auch eine gehörige Portion Bundesliga-Power mitbringen. Zum einen Dr. Paul Klein von der Mediapark-Klinik Köln, ein Teamarzt des 1. FC Köln. Privatdozent Dr. Götz Welch vom UKE Athletikum Hamburg, Teamarzt HSV, sowie Dr. Henning Ott vom Sportologikum Frankfurt, ein Teamarzt der Frankfurter Eintracht, und sein Kollege Professor Dr. Dr. Thomas Stein vom Sportologikum Frankfurt. Außerdem an der Stelle auch mein Dank an unsere Partner, finden Sie hier auf der Folie im unteren Bereich, die es uns ermöglichen, dass die Fortbildung für Sie kostenfrei ist. Bevor wir jetzt mit den Inhalten starten können, wie immer ein paar organisatorische Punkte. Zum einen ist die Veranstaltung mit zwei CME-Punkten zertifiziert. Sollten Sie uns Ihre EFN-Nummer noch nicht zugeschickt haben, bitte eine kurze E-Mail an uns. Die E-Mail-Adresse finden Sie ebenfalls hier auf diesem Slide, rsabock@thesportgroup.de. Dann können wir Ihnen die Punkte gutschreiben lassen. Sollten Sie im Nachgang keine weiteren Informationen von uns oder unseren Partnern wünschen, so, ebenfalls bitte eine kurze E-Mail an uns mit dem Betreff Nein, dann nehmen wir Sie aus unserem Verteiler raus. Ganz praktisch für heute, wenn Sie Fragen haben während der Veranstaltung zu den Themen, Sie finden in der unteren Leiste einen Button F und A, der steht für Fragen und Antworten. Dort können Sie Ihre Fragen eintragen. Und wir haben das so geregelt, dass jeder Referent nach seinem Vortrag kurz Zeit hat, um maximal zwei Fragen zu beantworten, damit wir in unserem Zeitmanagement drin bleiben. Sollten weitere Fragen aufkommen, können Sie uns diese auch gerne per E-Mail zuschicken. Wir leiten es dann an die Referenten weiter, sodass sie zeitnah Informationen bekommen, eine Antwort bekommen. Letzter Hinweis nochmal auf unsere Homepage www.sportärztezeitung.com. Dort finden Sie unter dem Bereich Education auch alle Informationen zu unseren Fortbildungen, auch zur vergangenen Online-Fortbildung When Therapy Becomes Training aus dem Januar. Da können Sie sich übrigens alle Vorträge auch nochmal anschauen, ganz in Ruhe, die einzelnen Vorträge oder auch die komplette Fortbildung. Natürlich auf unserer Homepage ständig aktualisierte neue Artikel und auch Informationen zu unserem neuen Konzept Prophylaxis bei Sports Medicine. So. Das erstmal zu den organisatorischen Punkten. Und jetzt können wir eigentlich direkt weitergehen zu den Inhalten. Und ich persönlich freue mich immer, wenn auf unseren Vorträgen auch Referenten aus dem Rheinland vorhanden sind, weil es bedeutet meistens gute Laune. Und gute Laune und gute Stimmung ist gerade auch in unseren heutigen Zeiten ja durchaus wichtig und sinnvoll. Und daher freue ich mich jetzt sehr, dass Dr. Paul Klein den inhaltlichen Part dieser Fortbildung jetzt starten wird. Lieber Paul, du bist ein langjähriger, zuverlässiger und sehr guter Partner von uns. Und deine Vorträge, über die freue ich mich immer. Nicht nur wegen deiner guten Laune, die du verbreitest, sondern vor allem eben auch wegen den Inhalten deiner Vorträge. Heute regenerative Optionen bei Gonarthrose, Nutrizeutika, orale Medikation und invasive Therapie. Klingt sehr interessant, sehr spannend und daher freue ich mich jetzt, dass du diese Online-Fortbildung starten wirst. Danke, Paul. Dann lege ich mal los. Ich darf alle Teilnehmer am Webinar herzlich begrüßen, bedanke mich bei der Sportärztezeitung, bei Robert Masia und bei der Angie für die Einladung, hier reden zu dürfen. Darf auch meine Mitredner begrüßen, Götz Welch aus Hamburg und Henning Ott und Thomas Stein aus Frankfurt. Glückwunsch zur Eröffnung der eigenen Praxis, by the way. Und ich lege gleich los. Mein Thema sind regenerative Optionen bei Gonarthrose. Die Frage, die sich dann immer stellt, kann man Knorpel überhaupt regenerieren? Wir wissen, das ist immer ein schwieriges Thema.
Knorpel zu regenerieren, aber es gibt ordentliche Evidenz, dass man zumindest strukturmodulierend einwirken kann und nicht nur rein entzündungshemmend arbeiten muss. Die Thematik wird so sein, dass ich kurz auf die Struktur des Knorpels und den Pathomechanismus der Arthrose eingehe, die Leitlinie Gonarthrose hinsichtlich medikamentöser Therapie kurz vorstelle, dann auf die Medikamente in Anführungszeichen Glucosamin und Chondroitin kurz eingehe, dann einen Exkurs mache über die Hyaluronsäure und das PRP oder ACP als regenerative Injektionstherapie und dann ein ganz neuer oder relativ neuer Ansatz bei uns, ein Nahrungsergänzungsmittel oder Nutrizeutikum, was sich UC2 nennt, ein undenaturiertes Kollagen vom Typ 2 mit einem sehr interessanten Wirkansatz. Schauen wir uns den Knorpel an, dann wissen wir alle, der Knorpel ist wirklich wenig regenerationsfähig. Es gibt wenige Chondrozyten, also Knorpelzellen und viel Masse drumherum aus Wasser, Proteoglykanen und Kollagenen. Die Matrix ist in der Regel wie folgt aufgebaut beim Hyalinenknorpel. Wir haben ein Hyaluronsäure-Makromolekül daran angebunden, sind über Linkproteine sogenannte Aggregan-Monomere, die wiederum bestehen aus einem Core-Protein sowie Seitenketten aus Chondroitinsulfat und Keratansulfat. Das Ganze ist eingebettet in eine Kollagen-2-Matrix, die für die Struktur des Hyalinengelenkknorpels einfach wichtig ist. Ursachen für Arthrosen gibt es viele. Auf manche kann man einwirken, auf manche nicht. Und der Pathomechanismus auf physiologischer Ebene ist hier grob schematisch dargestellt, einfach in diesem Schaubild. Wir haben eine initiale Matrix-Erosion, aufgrund welcher Ursache auch immer. Diese führt in der Regel zu einer reaktiven Synovitis mit Anlockung von Makrophagen, eine Ergussbildung im Gelenk über Stimulation der Synoviozyten. Und die Makrophagen führen halt über Ausschüttung von Sauerstoffradikalen, bestimmten Enzymen und Zytokinen wiederum zu einem Abbau der Hyaluronsäure und Knorpelmatrix und damit zu einer weiteren Zerstörung des Knorpels. Hier auch nochmal dargestellt, wie das Ganze abläuft, über welche Faktoren das Ganze läuft. Wir haben ein Schädigen des A-Gens. Das hat eine Wirkung auf einen Transkriptionsfaktor, den NFK-Beta. Auf diesen wirken auch proinflammatorische Zytokine wie die Interleukine 1,6 und der Tumornekrosefaktor Alpha zum Beispiel ein. Es wird über diesen Transkriptionsfaktor eine Abregulation durchgeführt von den Metallomatrix-Proteinasen und diese führen halt zur Zerstörung des Kollagen-Typ 2, was dann wiederum ein Stimulus ist, für die Gelenkinflammation weiter zu betreiben. Nochmals kurz aufgeführt, hier die negativen Zytokine, die im Bereich der Arthroseentstehung wirken. Das ist Tumornekrosefaktor Alpha, Interleukine, insbesondere das Interleukin 1, aber auch 6, 7 und 8 sind beteiligt, Prostaglandine, insbesondere das E2 und Stickoxid-Synthetase, die aus dem Knorpel selber ausgesetzt werden. Und dann gibt es noch die Leukotriene, die aus der Synovia in den ins Gelenkblumen sezerniert werden. Key-Faktor wissen wir aus diversen Studien, für die Knorpeldegeneration ist eine Überproduktion von Interleukin 1-Beta, was zu einer Abregulation der Matrix-Metalloproteinasen führt und zu einer Downregulation der TIMS. Und es kommt halt so zu einem Ungleichgewicht, wie es hier in diesem Review-Artikel von Larry Morland dargestellt ist. Die Degradation des Knorpelgewebes überwiegt über die proinflammatorischen Zytokine, MMPs, Aggrekanasen, Prostaglandine und Nitritoxiden, wohingegen die Synthese mit den antiinflammatorischen Zytokinen, den TIMS und verschiedenen Wachstumsfaktoren die Kollagensynthese und die Prostaglandinsynthese hemmt. Die Frage ist dann immer, bekomme ich dieses Ungleichgewicht wieder
eher in eine Gleichrichtung, kann ich regulierend und downregulierend insbesondere auf die Proinflammation eingehen und regenerativ eher auf die Synthese der Knorpelsubstanz, damit nicht dieser Kreislauf und Teufelskreis für die Arthroseentstehung immer wieder am Laufen bleibt. Schauen wir uns kurz die Leitlinie an, die 2018 herausgegeben wurde für die konservativen Therapieoptionen bei Gonarthrose. Wir haben die Dinge, die immer wichtig sind, wie Bewegung, Gewichtsreduktion, Trainingstherapie, begleitet von physikalischen oder physiotherapeutischen Maßnahmen. Wir sollten immer eine Therapie einer möglichen Grunderkrankung durchführen, gegebenenfalls auch orthopädietechnisch eingreifen. Alles Dinge, die wenig Nebenwirkungen machen. Wenn es dann an die medikamentöse Therapie geht, wird halt empfohlen als First-Line-Therapie, dass man NSAR topisch anwendet. Als zweite Linie Therapieansatz gilt die medikamentöse Peros-Therapie über NSAR oder der Sysadoas. Und erst dann folgt gegebenenfalls eine medikamentöse Therapie über Hyaluronsäure oder Kortikoide in der Leitlinie. Fehlen tun wir hier persönlich die ACP- oder PRP-Präparate sowie auch zum Beispiel Chondroitinsulfat oder das von mir später vorgestellte UC2, was wir hoffentlich über diverse Eigenaktivitäten vielleicht in der Zukunft auch in der Leitlinie etablieren können. Das ist der bekannte Flowchart zur medikamentösen Therapie der symptomatischen Gonarthrose. Für mich persönlich ist es so, dass gerade die oralen NSAR ein viel zu hohes Nebenwirkungsspektrum haben, weshalb ich diese extrem selten einsetze, sondern eher tatsächlich intraartikuläre Injektionen bevorzuge, weil das Einzige, was an Nebenwirkungen entstehen kann über Hyaluronsäure oder auch PRP-Präparate, ist halt, dass man eine Infektion setzt und dieses Risiko ist extrem gering gegenüber den möglichen Nebenwirkungen über NSAR. Was ist bekannt im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel? Da gibt es eine Review aus 2018, veröffentlicht im British Journal of Sports Medicine. Wir wissen, dass Nahrungsergänzungsmittel sehr oft benutzt werden bei Patienten, auch bei Sportlern, dass es keine wirklich einheitlichen Guidelines zur Anwendung derselben gibt und dass wirkliche klinische Benefits bisher noch nicht etabliert wurden oder herausgefunden werden konnten. Was wir wissen ist, dass es eigentlich keine Nebenwirkungen gibt, dass die Nahrungsergänzungsmittel eigentlich sicher in der Anwendung sind, dass sie aber nicht wirklich einen guten Effekt haben auf das klinische Befinden des Patienten, zumindest nicht in einer Anwendung, die nicht pharmazeutisch ist. Dann kommen wir zu medikamentösen Therapien mit den Stoffen, die ich oben aufgeführt habe, Chondroitinsulfat als erstes, was man als Nahrungsergänzungsmittel sehr niedrig dosieren kann, aber auch dann pharmakologisch in einer recht hohen Dosis von 800 Milligramm pro Tag geben kann. Hier gibt es eine Studie aus 2017 veröffentlicht, wo verglichen wird Chondroitinsulfat 800 Milligramm pro Tag im Vergleich zu Placebo und auch zu Celecoxib. Und man konnte herausfinden in dieser Studie, dass die Gabe von 800 Milligramm Chondroitinsulfat pro Tag, also in dieser pharmazeutischen Dosierung, einer Placebo-Gabe überlegen ist und gleich oder ähnlich in der Wirksamkeit wie ein Celecoxib bezüglich Schmerzreduktion und Verbesserung der Funktion. Hier wird gefordert deshalb, dass man auch das Chondroitinsulfat deshalb als First-Line-Behandlung in die Therapie der Gonarthrose aufnehmen sollte, somit auch in eine Leitlinie einbringen sollte. Bei den Glucosaminen sieht es etwas anders aus. Wir haben hier zwei Darreichungsformen oder Aufbereitungen, einmal das Glucosaminhydrochlorid und einmal das Glucosaminsulfat. Es wurden hier in einer Meta-Analyse
sehr viele randomisierte, doppelblinde, placebo-kontrollierte Studien eruiert. Und es wurde letztendlich festgestellt, dass Glucosaminhydrochlorid überhaupt nicht effektiv ist für Schmerzreduktion und auch für die Funktion, aber dass Glucosaminsulfat in einer pharmazeutischen Dosierung durchaus funktions- und strukturmodifizierende Effekte hat auf das Arthrose-Knie, wenn man es über 6 Monate gibt. In der deutschen Leitlinie steht da drin, über 3 Monate sollte man es geben, aber es scheint eine gewisse Wirksamkeit zu geben. Nächstes Medikament oder nächster Wirkstoff, der regeneratives oder strukturmodulierendes, einen strukturmodellierenden Effekt haben könnte, ist die Hyaluronsäure. Die kennen wir alle, wird sicherlich von den meisten Orthopäden auch sehr breit angewendet. Sie gehört zur Gruppe der Glycosaminoglykane. Es gibt unterschiedliche Molekulargewichte, auch unterschiedliche Angaben dazu, was ist das normale Gewicht. Und die Hyaluronsäure ist halt dadurch gekennzeichnet, dass es eine Häufung von negativen Ladungen an der Oberfläche gibt, sogenannte Polyanionen, die bestimmte Stoffe wie Wasser, Kationen und auch Peptide und Proteine reversibel binden können und somit geordnete Strukturen für den Knorpel bieten können. Die Wirkmechanismen des Hyalurons auf verschiedene Strukturen oder Zellen ist 2002 in diesem Review von Moreland breit dargestellt. Da sind verschiedene Studien aufgelistet. Einmal bezüglich der Wirkung auf die extrazelluläre Matrix, dann auf die Wirkung auf die Immunzellen, auch auf die Entzündungsmediatoren und im Endeffekt auch auf den Knorpel, die Knorpelzellen an sich. Man konnte im Endeffekt feststellen, in diesen Meta-Analysen, wie auch in der von Altmann 2015 veröffentlichten Meta-Analyse, dass es durch die verbesserten Gleiteigenschaften durch die Injektion von Hyaluronsäure zu einer Chondroprotektion kommen kann, dass die Matrixsynthese stimuliert wird tatsächlich, das heißt Proteoglykane und Glucosaminoglykane werden vermehrt produziert. Hyaluronsäure wird auch antiinflammatorisch durch die Hemmung von Interleukinen und Prostaglandinen und schirmt auch Nozizeptoren ab, sodass es auch zu einer Schmerzreduktion kommt. Also deutliches regeneratives Potenzial der Hyaluronsäure. Bellamy hat 2005 ein Review veröffentlicht über 63 Studien, die verschiedene Wirkstoffe miteinander verglichen haben, zum Beispiel die Hyaluronsäure gegenüber NSAR als orale Medikation mit vergleichbarer Wirkung. Es zeigte sich eine überlegene Langzeitwirkung von Hyaluronsäure gegenüber Kortikoiden intraartikulär und auch eine überlegene Wirkung natürlich gegenüber Placebo. Noch weitere Studien folgen. Ja, 2015 veröffentlicht von Campbell in Arthroscopy. Hyaluronsäure verbessert Schmerz und Funktion bis zu 26 Wochen. Sicheres Verfahren, geringe Nebenwirkungen, insbesondere bei frühen Arthrosestadien wirksam, sowie alle die in diesem Vortrag besprochenen Wirkstoffe. Die nächsten Produkte, die ein regeneratives und strukturmodulierendes Potenzial haben, sind halt die PHP-Präparate oder das ACP. Hier sind interessant, dass verschiedene Mediatoren im PAP vorhanden sind, die auch durchaus unterschiedliche Wirkungen machen können, einmal knorpelmodulierend, einmal entzündungshemmend, wie das hier kurz in einer Veröffentlichung von Buhr in 2009 aufgeführt ist. Da wissen wir alle, welche Faktoren wichtig sind, insbesondere das TGF-Beta spielt wohl eine sehr große Rolle auch im Bereich des arthrotischen Kniegelenkes, um die Struktur und den Ernährungszustand des Gelenks zu verbessern und auch entzündungshemmend zu wirken. Ja. Hier nochmal kurz aufgelistet die Wirkung des TGF-Beta. Es erhöht die Proteoglykansynthese und auch den Content in der extrazellulären Matrix damit. Es schützt auch vor einem Verlust von Proteoglykanen. Es blockt die Effekte von Interleukin 1.
und supprimiert die Expression von diesen Metallomatrixproteinasen und Agrikanasen, die zum Abbau des Knorpels führen, und macht eine Abregulation der TIMP. Das Interessante ist, was Lefebvre 1993 herausgefunden hat, dass der arthrotisch geschädigte menschliche Knorpel deutlich sensitiver gegenüber TGF-Beta ist als der normale Knorpel, sodass man hier durchaus ein gutes Potenzial generieren kann für Strukturverbesserung und Modulation. Eine wirklich sehr gute Darstellung der Wirksamkeit des PRP auf den Knorpel wurde 2018 hier veröffentlicht von Fotui. Man sieht oben links in der Ecke den Mechanismus der Osteoarthrose über Interleukin 1 speziell und Tumornekrose Faktor Alpha, das Andocken an die Rezeptoren und das Ausschütten der Metallomatrixproteinasen. Und das PRP wirkt halt zum einen am Chondrozyten, was man links in der Mitte sieht, dieser kleine Schaukasten, wo es halt zu einer Blockierung der Interleukin 1 Rezeptoren kommt und des TNF-Alpha Rezeptors, dass es über die TGF-Beta-Produktion zu einer Erhöhung der TIMPs kommt und zu einem Abbau der Metalloproteinasen. Das ist die Wirkung direkt am Chondrozyten. Es gibt auch eine Wirkung auf den Synoviozyten, die mit einer erhöhten Produktion von Hyaluronsäure einhergeht. Und auch auf die extrazelluläre Matrix hat es einen Einfluss durch die Erhöhung der Proteoglykan- und Kollagenbildung. Dies ist eine Studie, die 2013 veröffentlicht wurde von Sundmann und unter anderem auch Lisa Fortier, die im Bereich Knorpel in der Tiermedizin sehr weit bekannt ist. Diese haben herausgefunden, dass sowohl PRP als auch Hyaluronsäure bei Osteoarthrose zu einer Downregulation der katabolen Vorgänge führt, dass PRP aber auch in einer signifikanten Reduktion der MMPs führt und zu einer deutlichen Steigerung der Hyaluronsäuresynthetase in den Synoviozyten führt und somit auch die synthetische Aktivität im Gegensatz zur Hyaluronsäure deutlich verbessert im Knorpel. Eine gute klinische Studie wurde 2016 von Pat Smith veröffentlicht. Er hat ACP verglichen in der intraartikulären Injektion gegenüber Placebo als doppelblind randomisiert kontrollierte klinische Studie. Er konnte herausfinden, dass ACP ein sicheres und sehr gut wirksames Mittel ist zur Schmerzreduktion und Verbesserung der Funktionalität in einem Osteoarthrose-Knie. Bei der Baseline-Testung gab es gegenüber der Placebo-Gruppe keine statistische Differenz im WOMAC-Score, aber nach einem Jahr hatte sich der WOMAC-Score bei der Gruppe der ACP-therapierten Patienten um 78% verbessert gegenüber der Gruppe Placebo. Hier entsprechend dargestellt in einem Graphen, eine wirklich aus meiner Sicht sehr gut recherchierte und aufgearbeitete Studie. Weitere Studiengruppe, die sich sehr viel mit PRP beschäftigt, ist die Gruppe um Filardo und Kohn. Diese haben eine Review durchgeführt 2013 und auch die wirklich guten Effekte der PRP-Präparate hinsichtlich Schmerz und Funktion nach 6 bis 12 Monaten herausgefunden. Hier ist die These aber, dass keine regenerativen Effekte entstehen, aber dass es zu einer deutlichen Verbesserung der Homöostase, sprich des Gelenkklimas, kommt und dadurch halt eben auch die Funktion und der Schmerz reduziert ist. Eine neuere Studie, noch aus Januar 2019 veröffentlicht, zeigt einen Vergleich von intraartikulären Injektionen PRP gegenüber Hyaluronsäure und Kortikoiden im Jahresverlauf. Auch hier zeigt sich eine deutlich verbesserte Wirksamkeit
der PHP-Präparate über 12 Monate. Und zum Schluss möchte ich kurz auf ein Nahrungsergänzungsmittel eingehen, das UC2 und denaturiertes Kollagen Typ 2, was aus meiner Sicht für die Zukunft eine hervorragende Therapieoption sein könnte, weil einfach in der Anwendung und wirklich nebenwirkungsfrei und über einen speziellen, einzigartigen Mechanismus funktionierend. Das UC2, was man gewinnt, ist eine Triple Helix, die tatsächlich stabil ist gegenüber den Angriffen der Magensäure und Verdauungsenzymen. Es wird hergestellt aus dem Sternum von Hühnern, gibt einen patentierten Prozess zum Erhalt dieser nativen Struktur. Und die Wirkung des UC2 wird über den Mechanismus der sogenannten oralen Toleranz möglich. Was die orale Toleranz ist, zeigt sich jetzt in den nächsten Schaubildern oder erkläre ich in den nächsten Schaubildern. Wenn wir UC2 einnehmen, per oral als Kapsel oder Tablette mit 40 Milligramm, dann kommt es zu einer Durchwanderung des Darms und irgendwann erreicht das UC2 die sogenannten Peyerchen Plaques. Hier wird es aufgenommen und führt zu einer Umwandlung von nativen T-Zellen in sogenannte T-Regulatorzellen. Diese gelangen über den Blutweg in die Gelenke und führen dort zu einer Abregulation von positiven Interleukinen und zu TGF-Beta und zu einer Downregulation von TNF-Alpha. Und über diesen Weg kann man Typ-2-Kollagen wieder regenerieren. Das Prinzip der oralen Toleranz ist das folgende, dass es ein immunologischer Prozess ist, der den Körper unterscheiden lässt zwischen harmlos und schädlichen Agens. Das Ganze wird gesteuert über die Peyerchen Plaques im Dünndarm. Das Antigen wird aufgenommen, also das UC2 in dem Moment, und das kann dann eine entsprechende Immunantwort im Bereich der T-Zellen auslösen oder auch in negativen Antigenfall abstellen. Wenn das UC2 in die Peyerchen Plaques aufgenommen wird, kommt es zu dieser Stimulierung, die Transformation der T-Zellen in T-Regulatorzellen, und diese adressieren tatsächlich spezifisch Kollagen Typ 2 im Körper, wandern also dorthin, wo es Kollagen Typ 2 gibt, und führen dann über den Kontakt zur Freisetzung dieser antiinflammatorischen und proliferativen Faktoren, wie eben im Schaubild dargestellt. Es kommt auch zu einer Erhöhung von Lubrizin und in Anführungsstrichen Proteoglykan 4, das ist das Gleiche, und ein Anschieben reparatorischer Prozesse. Es gibt wenige Studien. Bisher, 2018, wurde eine Veröffentlichung durchgeführt als Review-Artikel. Insbesondere der Kollege Lugo hat sich mit 2 Studien hier verdient gemacht. Die weiter unten aufgeführte Studie mit 191 Patienten beleuchte ich im Folgenden nochmal kurz. Ja, wurde veröffentlicht 2016 und zeigt die Effizienz und des undenaturierten Typ-2-Kollagens in der Therapie der Gonarthrose als Multicenter, doppelblinde und placebo-kontrollierte Studie. Das Studiendesign war wie folgt. Es gab 3 Gruppen, Placebo, Glucosaminglykan und Chondroitinsulfat, und zum dritten das UC2 in einer Formulierung von 40 Milligramm. Insgesamt konnten 186 Patienten ausgewertet werden, und der primäre Endpunkt war die Veränderung im WOMAC-Score, die man hier rechts im Schaubild sieht. Die grüne untere Kurve ist das UC2, Placebo ist blau und Glucosamin- und Chondroitin-Gruppe ist beige dargestellt, und man sieht eine signifikante Verbesserung des WOMAC-Scores in der Gabe von UC2 gegenüber den beiden Kontrollsubstanzen. Nicht nur der WOMAC-Score war deutlich verbessert, auch der Schmerz war deutlich reduziert, wie man hier in der
visuellen Analogskala sieht und auch der LFI-Score war deutlich verbessert durch die Gabe von UC2. Wir haben vor kurzem in Deutschland dann auch eine Arbeitsgruppe gebildet mit den Protagonisten links, wo wir in Kürze eine auch doppelblinde, randomisierte, prospektive, multizentrische Studie durchführen wollen an Patienten mit Osteoarthrose Grad 1 bis 3 und wollen vergleichen, wie das UC2 gegenüber Placebo wirkt. Ich hoffe, dass wir da auch wieder neue und gute Aufschlüsse ziehen können, sodass wir im Endeffekt vielleicht auch das UC2 in der nächsten Novellierung der Leitlinie Gonarthrose implementieren können. Als Fazit sei gesagt, der Wirkmechanismus für Hyaluron, PAP, ACP und UC2 ist ausreichend belegt in meinen Augen. Es hat eine einfache und sichere Handhabungsweise. Man hat eine extrem geringe Nebenwirkungsrate bei den regenerierenden Medikamenten gegenüber den NSAR. Wir haben sehr oft wirklich eine positive Wirkung in klinischen Studien belegt für alle aufgeführten Therapeutika, insbesondere hinsichtlich Schmerz und Funktion. Die Frage ist, wie valide sind die Werte? Frage zum Schluss, kann es Knorpelregeneration bei Osteoarthrose geben? Das ist bisher nicht belegt. Also eine Gelenkspaltverbreiterung durch die Gabe von solchen Medikamenten ist bisher nicht bekannt, aber eine strukturmodifizierende Wirkung ist belegt. So, das war es mit meinem Vortrag. Gibt es Fragen? Macht eine Kombination von PRP und Hyaluronsäure Sinn? Sinn macht es, glaube ich, schon. Wir praktizieren das bei uns in der Praxis auch für Leute, die insbesondere keine Kortikoid-Anwendungen haben wollen. Wir machen es zum Teil so, dass wir PRP und Hyaluronsäure in der gleichen Sitzung injizieren, manchmal auch im Wochentakt. Wirklich gute Studien dazu gibt es nicht. Frage 2. Ist UC2 als Medikament auf dem deutschen Markt schon verschreibungsfähig? Das ist bisher nicht der Fall. Verschreibungsfähig ist es nicht, aber es gibt es in verschiedenen Präparationen auch als Nahrungsergänzungsmittel schon auf dem Markt. An Götz Welch, er wird berichten über Rücken, Oberschenkel, Knorpel und Knie, Inflammation, Funktionsstrategien und Kombinationstherapie. Freue ich mich auf den Vortrag. Vielen Dank, lieber Paul, für die einleitenden Worte und danke auch an die Sportärztezeitung, an Robert und Sabok für die Einladung. Ich möchte, wie gerade erzählt, über Rücken, Oberschenkel, Knorpel und Knieinflammation, Funktionsstrategie und Kombinationstherapie berichten heute. Und ich werde so ein bisschen versuchen, über die klinische Tätigkeit, vor allem mit den Sportlern, also mit den Fußballspielern, da so ein paar Einblicke zu gewähren. Erstmal möchte ich aber auf das Thema des Vortrags eingehen. Am Ende stand ja die Kombinationstherapie. Unter einer Kombinationstherapie versteht man die Behandlung einer Erkrankung mit zwei oder mehr Therapien. Das ist, glaube ich, allen klar. Es ist auch wissenschaftlich in verschiedenen Studien belegt, dass die Kombinationstherapie wirksamer als eine Monotherapie ist. Und in der Sportärztezeitung stand 2020, zum einen können Kombinationstherapien verschiedene molekulare und zelluläre Wirkmechanismen aufweisen und dadurch den Heilungsprozess begünstigen. Zum anderen besteht die Möglichkeit, dass einzelne Patienten auf bestimmte Behandlungen nicht ansprechen, auf andere hingegen schon. Das sind, glaube ich, verschiedene Punkte, die es einem dann klar machen, dass es zumindest, wenn man schnell irgendwie zum Ziel kommen will und nicht rein wissenschaftlich arbeitet, eben diese Kombinationstherapien definitiv Sinn machen. Und dies kann dann am Ende eben zu einer schnellen Wiederaufnahme, der schnelleren Wiederaufnahme des Sports führen und die Prävention eines Rezidivs der Erkrankung oder einer Verletzung verbessern. Und das ist natürlich auch das, was wir im Sport, aber am Ende auch natürlich für alle anderen Patienten erreichen wollen. Es steht aber da auch noch was von Inflammation und von Funktionsstrategien in dem Titel. Und auch da möchte ich so ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat.
zu den Funktionsstrategien. Am Ende, ich glaube, diese ganzen Ketten hier genannt, die oberflächliche Rückenlinie, also die hintere Kette, so genannt, der Muskel macht zu, in Anführungszeichen, und die oberflächliche Frontallinie auf der Gegenseite, also ventral gesehen, die sind, glaube ich, vielen von Ihnen ein Begriff. Und am Ende muss man da natürlich immer so ein bisschen überlegen, so als Basis für unsere Strategie, was wollen wir erreichen, wo sind die Probleme, wo ist die sogenannte Key Lesion, also wo ist unser Hauptproblem und ja, was können wir alles tun. Das nächste wäre, wie gesagt, die Inflammation. Ich denke, uns ist allen klar, und da hat der Paul auch schon viel dazu gebracht, dass natürlich jetzt bei einem Knorpelschaden leider eben nicht nur bei älteren Patienten, sondern teilweise auch bei jungen Sportlern so ein inflammatorischer Prozess im Knie herrscht, meistens durch den Knorpelschaden eben ausgelöst. Man muss aber ganz klar sagen, dass eben das Knie nicht der einzige Bereich unseres Körpers ist, wo auch bei jungen, auch bei aktiven Menschen so eine Inflammation vorkommt, sondern eben das auch im Rücken, auch im ISG vor allem häufig der Fall ist. Und letztendlich kann diese Inflammation auch wirklich so, ja, entlang der Nervenbahnen den ganzen Oberschenkel nach unten fahren und gehen. Und auch da, das muss uns bewusst sein, wenn wir uns überlegen, wie wir so einen Patienten oder so einen Athleten behandeln wollen. Ich bringe jetzt mal zwei Beispiele, auf die ich dann auch gleich näher eingehen möchte, so zu Stichwort frontal und dorsal. Erstmal hier der frontale Fall quasi, das ist ein Spieler, wie man hier auf der rechten Seite sieht. Ich hoffe, Sie sehen alle meine Maus. Mit einem viertgradigen Knorpelschaden in der Trochlea und auch einem gegenüberliegenden viertgradigen Knorpelschaden im Bereich der Patella. Das ist ein Spieler, der auch immer wieder Probleme ventral im Bereich des Rectus Femoris hat, also in dem zugehörigen Muskel letztendlich zu der Kniescheibe, wie man hier sieht, mit einer kleineren myotendinösen Verletzung eben im Rectus Femoris. Und wo auch eine gewisse Pathologie vorliegt in der oberen LWS. Der zweite Fall, auf den ich jetzt gleich eingehen möchte, ist ein Spieler, der hat einen viertgradigen Knorpelschaden hier in der lateralen Femurkondyle nach einer stattgehabten, bisschen älteren Außenmeniskusoperation. Und der hat aber gleichzeitig auch immer wieder Probleme in den Hamstrings. Also das ist häufig so eine Kombination, die wir sehen oder die ich sehe, quasi von Knorpel oder auch teilweise nach Kreuzbandverletzungen, dass dann eben die Hamstrings so als typischer Kompensator Probleme machen, Verhärtungen zeigen und manchmal eben, wie man hier auch sieht, eine Verletzung folgen kann. Auch wieder eine myotendinöse Verletzung des, jetzt hier in diesem Fall, des Bizeps femoris und parallel dann auch gleich wieder eine Bandscheibenproblematik, zumindest im Bereich L4, L5 in der unteren LWS. Wenn man jetzt mal auf diese rechten Bilder eingeht, sich die anschaut, sind das die Bilder von 2016 und hier sind jetzt die Bilder von 2019 und man sieht dann 3 Jahre später, dass eben diese hier noch eher umschriebene Knorpelschädigung, ja, sich weiter ausbreitet und eben zu einer, ja, größeren, umgreifenderen Schädigung der lateralen Femurkondyle im Verlauf geführt hat. Man muss aber auch sagen, dass der Spieler diese 3 Jahre mehr oder minder voll im Einsatz war und kaum Ausfallzeiten hatte. Und unsere Aufgabe ist da definitiv natürlich dieses Fortschreiten der Knorpelschädigung, der Arthrose, ja, zu verlangsamen. So richtig aufhalten kann man es nicht. Natürlich haben die eben auch die sehr, sehr hohe Belastung und eben auch andere Beschwerden zu verringern. Was wir da genau machen, da möchte ich jetzt eben ein bisschen näher drauf eingehen, dass Sie sich da auch so was drunter vorstellen können. Paul hat ja gerade schon die
die Injektionstherapien genannt und ich gehe dann jetzt noch weiter ein auf, ja, was wir so drumherum noch alles anstellen mit den Spielern. Unser Auftrag dahinter wurde mal in der Publikation von Werner Krutsch und Tim Meyer so ein bisschen spezifiziert. Die nannten das dann Stay and Play im Fußball, die Kunst, den Spieler spielfähig zu halten. Und da steht dann genauer der Erhalt der Spielfähigkeit dem Trainer oder dem Verein oder nach Möglichkeit beiden, jede Woche möglichst viele Spieler zur Verfügung zu stellen. Also wir wollen natürlich, dass die Kabine, die Sie hier sehen, möglichst mit allen Spielern immer am Samstag, schön wäre 15.30 Uhr, das kommt vielleicht wieder. Wir sind jetzt aktuell um 13 Uhr da unterwegs, aber trotzdem wollen wir die Kabine da voll haben. Und was tun wir? Erstmal setzen wir uns da zusammen und das ist, glaube ich, so mit die wichtigste Folie, die ich heute zeigen kann und auch so die Haupt- oder eine der Hauptmessages, die ich Ihnen nahebringen möchte. Wir müssen natürlich unser Team nutzen und sowas von wegen Funktionsstrategien. Also wir müssen uns eine Strategie überlegen, wie wir diesen Spieler dann eben möglichst spielfähig erhalten. Und da müssen wir natürlich oder sollten auch so schlau sein, alles zu nutzen, was wir haben. Wir haben natürlich im Profifußball, wir haben verschiedene Physiotherapeuten, wir haben Osteopathen, wir haben einen Reha-Trainer, einen Athletiktrainer. Wir haben natürlich auch so das Trainerteam, mit denen kann man ja auch sprechen. Wir haben natürlich auch ganz wichtig den Spieler. Am Ende setzen wir uns da aber immer in dem medizinischen Team zusammen, um eben zu überlegen, okay, Spieler XY hat das und das Problem, was machen wir regelmäßig, was hat der für korrigierende Übungen, wo ist seine Aufgabe im Kraftraum, wo werden ihm auch Pausen gegönnt, wann machen wir vielleicht eine invasivere Therapie mit Injektionen und so weiter, was ist dann, macht wieder der Physiotherapeut und. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, nicht irgendwie vorzugehen, sondern da einfach eine klare Struktur und einen klaren Plan zu haben. Da, und das ist der zweite ganz, ganz wichtige Punkt, muss ich den Spieler dann auch mitnehmen. Dem muss ich den Plan erklären, ihm auch klar machen, hey, pass auf, haben sich jetzt viele Experten wirklich einen Kopf gemacht und das ist unser Konzept und das müssen wir einfach konsequent durchziehen über die gesamte Saison und damit verringert sich aus unserer Sicht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du Folgeschäden bekommst oder dass du ausfällst oder sonstige Folgeverletzungen erleidest. Zu den Injektionen haben wir schon einiges gehört. Auch die Literatur wurde da ziemlich genau und schön vorgestellt. Im Endeffekt ist es so, dass die Injektionstherapie gerade auch bei Profifußballern sehr individuell ist. Es gibt Spieler, die wollen das nicht, denen sollte man auch das nicht dann aufdrängen. Früher oder später werden solche Spieler mit solchen Schäden aber kommen und dann muss man die natürlich nach Möglichkeit mit offenen Armen empfangen und nach Möglichkeit auch das regelmäßig injizieren und eben, wenn es geht, auch bevor die größeren Beschwerden beginnen. Man sollte hierfür natürlich Pausen nutzen. Pausen können natürlich eine Sommer- oder eine Winterpause sein. Pausen sind aber bei uns meistens ist mal so, Samstag war das Spiel, Sonntag ist dann Auslaufen. Dann ist vielleicht, weil wir dann die nächste Woche erst am Sonntag oder Montag spielen, ist vielleicht mal Montag, Dienstag frei. Auch das reicht aus meiner Erfahrung, um dann am Sonntag quasi eine Injektion zu setzen in das Knie. Und hier nutze ich persönlich eben sehr, sehr viel ACP. Das hat sich aus meiner Sicht sehr, sehr gut etabliert. Die Basics dazu haben wir ja gerade gehört. Oder eben Hyaluron oder eben beides zusammen. Auch das ist individuell. Da muss man auch so ein bisschen manchmal ausprobieren. Es gibt Spieler, die wirklich von dieser Kombination von Hyaluron und ACP massiv profitieren. Es gibt manchmal auch Kniegelenke, da ist es ein bisschen viel. Die haben natürlich oft auch schon eine Vorgeschichte, diese Spieler. Und manche wissen auch schon ganz gut, was sie eigentlich wollen. Ein Thema sind manchmal Ergüsse, die sich da dann trotzdem hin und wieder mal bilden. Auch da punktieren wir die eben und ja, injizieren dann aber eben auch, nachdem wir den Erguss punktiert haben, eben ACP oder Hyaluron.
folgend mit einer Kompression. Ich persönlich wende kein Cortison an, weil ich trotzdem einfach Angst habe, dass ich damit die Knorpelmatrix zumindest mittel- und langfristig schädige. NSAIs oral, da haben wir auch einiges dazu gehört, kann man mal machen, aber natürlich sind diese Nahrungsergänzungsmittel da sicher viel, viel sinnhafter. Da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Wichtig ist natürlich, wie für alle Patienten, und das sollte auch klar sein, bloß weil es jetzt ein Fußballprofi ist, darf man den auch nicht auf der Couch irgendwie infiltrieren, sondern auch da muss es einfach in einem ordentlichen Arztzimmer sein. Sterilität ist das A und O. Eine Aufklärung brauche ich, würde ich auch jedem Mannschaftsarzt empfehlen, die einzufordern, auch dem Spieler das mal kurz wirklich auch zu erklären, was man da macht. Und was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, ist ein schnelles Vorgehen, wenig invasiv, gerade bei einem Erguss zum Beispiel nicht ewig im Knie rumpulen, sondern da einfach wirklich zügig arbeiten. Es gibt ganz, ganz selten unterschiedliche Reaktionen auf verschiedene Hyaluronarten. Auch da muss man auch mal ausprobieren. Manche vertragen dann eher die synthetischen Varianten besser, die klassischen. Aber Hyaluronarten können da angewandt werden. Auch das wissen häufig Spieler, einfach nur, dass man das auch mal gehört hat, dass nicht jedes Hyaluron auch gleich gut vertragen wird, gerade so in einem sehr, sehr beanspruchten Kniegelenk. Wir behandeln aber natürlich eben nicht nur das Kniegelenk, sondern den ganzen Spieler wollen wir ja behandeln, hatte ich gerade gesagt. Was machen wir dann noch? Das Kniegelenk, Kompression ist ganz, ganz wichtig. So Dinge wie Game Ready, also Kompression und Kühlung sollte man nutzen. Die klassischen Kinesotapes, gerade im Bereich der Patella, kommen die auch sehr, sehr häufig zur Anwendung. Und sehr viele von den Spielern haben dann wirklich auch so Kompressionsstrümpfe, die sie immer wieder dann anhaben. Also wirklich bin ich ein ganz großer Fan davon, nicht nur das Knie, sondern die ganze untere Extremität unter Kompression zu setzen. Da gibt es auch gute Fabrikate, die denen auch ganz angenehm sind und die jetzt vielleicht nicht so in diesen beige Hautfarben daherkommen. Dann ist natürlich das Drumherum sehr, sehr wichtig, die gesamte untere Extremität, Muskulatur, Lendenwirbelsäule, Thema Einlagen. Schaffe ich es zum Beispiel hier, ein bisschen Belastung von dieser lateralen Femurkondyle wegzubekommen auf die mediale Femurkondyle, die ja da noch ganz gut ausschaut, oder eben andersrum, wenn das Problem medial ist. Die Behandlung ist mannigfaltig von den Physiotherapeuten, Osteopathen, Faszientherapeuten, Chiropraktikern und so weiter. Da sollte man wirklich die Expertisen nutzen, die man hat. Stoßwelle ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade für die Muskulatur, für die Sehnenansätze, die manchmal Probleme machen. Akupunktur und Dry Needling, da werde ich auch noch drauf eingehen. Magnetfeld setzen wir sehr, sehr häufig ein, Laser und dann natürlich aber auch Injektionen in anderen Bereichen, entweder im Oberschenkel oder häufig im ISG oder in der LWS, um den Zug, der vielleicht durch die Kompensation kam, zu verringern. Auch da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ernährung ist ein extrem wichtiges Thema und eine individuelle Supplementation. Ich muss da sehr klar sagen, dass aus meiner Sicht für einen Profisportler es nicht reicht, weil es viele dann immer sagen, ja, ich ernähre mich ja doch total gesund. Ich glaube, bei der hohen Beanspruchung, die haben, und gerade wenn sie dann auch noch solche Schäden mit sich herumtragen, sollte man auf beides, also auf eine professionelle und gesunde Ernährung und vor allem natürlich auch auf eine Supplementation Wert legen. Man sollte Störfelder beseitigen, da möchte ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, das ist so ein ganzes Feld für sich, aber manchmal ist auch der eitrige Backenzahn oder der Weisheitszahn kann ein Problem darstellen, das sollte man auch nicht überbewerten, aber viele unserer Spieler haben zum Beispiel auch Schienen. Der Darm kann eine Rolle im Entzündungsgeschehen, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, manchmal gibt es auch unerkannte Low-Grade-Infekte im Urogenitalbereich, auch das sollte man mal gehört haben. Wichtigste ist sicherlich das Training. Man darf nicht dem Patienten oder dem Spieler, und das betrifft letztendlich, wie gesagt, normale Patienten genauso, die so ein bisschen die Sicherheit geben, ja, ich mache ja alles, ich bekomme hier Spritzen und lasse mich behandeln, sondern die machen dann nur alles, wenn sie wirklich auch an sich arbeiten und eben auch die Beinachse, die Oberschenkel, die Rumpfmuskulatur auch entsprechend stärken und auch einfach vor und nach dem Training sehr, sehr professionell sind. Und diese Professionalität geht auch weiter in der Regeneration, im Schlaf
Und das Thema Belastungssteuerung sollte man da auch erwähnen, weil so ein Spieler kann dann vielleicht hin und wieder mal nicht auslaufen, sondern sollte aufs Fahrrad. Oder manchmal muss der die zweite Einheit dann auch lieber ein individuelles Programm im Kraftraum machen, als dann nochmal rauszugehen. Das ist natürlich dann immer Verhandlungsgeschick mit dem jeweiligen Trainerteam. Am Ende ist es leider dennoch so, dass Entzündungen nicht ausbleiben, auch so chronische Entzündungen wie hier jetzt in dem Bereich des Kniegelenkes. Und auch die muss man dann eben in den Griff bekommen. Und hier ist aus meiner Sicht neben den Injektionen eben auch die Nahrungsergänzung ganz, ganz wichtig. Wir arbeiten jetzt sehr viel mit dem Orthomol Arthro Plus zusammen. Über UC2 haben wir einiges schon erfahren, aber auch Dinge wie Omega-3, Fettsäuren, Vitamin D substituieren wir sehr, sehr regelhaft am Ende eigentlich fast allen Spielern. Und natürlich auch aus der Ernährung kann man sich zum einen gesund ernähren, man kann aber auch antientzündlich sich miternähren. Auch das muss man jetzt nicht unbedingt übertreiben, aber auch da schadet es nichts, wenn man den Spielern sowas mal ein bisschen klar macht und ihnen da auch die ein oder andere Option an die Hand gibt. Nochmal zu dem Thema, das hat ja Paul gerade schon sehr, sehr schön aufgebaut. Also es gibt so verschiedene Säulen. Auf der einen Seite habe ich die anti-entzündliche Säule, da gibt es Kurkuma, es gibt den Weihrauch, es gibt Omega-3, MSM, verschiedene Bereiche. Dann gibt es diese eher Bausteine für meine kollagenen Strukturen, für meinen Knorpel, Glucosamine, Chondritine, Hyaluron, Kollagene und dann gibt es auch noch die Antioxidantien und die Mikronährstoffe. In diesen Kombinationspräparaten sind die meistens auch schon eben kombiniert oder man kann die auch einzeln geben. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, auch was einfacher ist und was auch vor allem umsetzbar ist für den Athleten, dass der das dann auch wirklich macht. Hier sind einige Studien nochmal so zusammengefasst und was ich da in meiner Recherche entdeckt habe, ganz aktuell hier unten rechts zum Beispiel, the benefits of vitamin D supplementation for athletes, better performance and reduced risk of COVID-19. Also auch da hat man quasi zwei große Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Jetzt geht es weiter in der Therapie, das hatte ich vorhin schon angedeutet. Häufig haben diese Athleten oder oft auch die Patienten, also die in Anführungszeichen normal Sportler oder sportlich aktiven Patienten dann zugehörige Probleme in der unteren Lendenwirbelsäule, häufig auch Blockaden und Beschwerden im ISG oder eben dann in der dorsolateralen meistens. Das sind meistens so die Hamstrings, oft der Bizeps femoris, gluteal, ein bisschen piriformis manchmal und dann geht es oft so lateral in den Tensor, in den Vastus lateralis über und in der LWS kann man sehr, sehr gut injizieren. Auch das ISG ist da sehr, sehr dankbar und man kann da wirklich so eine Verhärtung wegbekommen und häufig kombiniere ich das dann eben noch mit einer Akupunktur oder vor allem einem Dry Needling in den angesprochenen Bereichen Gluteal, Tensor, Bizeps femoris. Und gerade diese Kombination aus beiden oder aus allen dreien, also der Injektionstherapie im Knie und der Therapie von LWS, ISG und der dorsalen Oberschenkel- und glutealen Muskulatur, führt dann oft wirklich zu einem noch besseren Relief letztendlich der Beschwerden oder einem besseren Schutz vor aufkommenden Beschwerden. Im Gegensatz, wenn man jetzt nur an das Knie rangeht. Dennoch passiert dann manchmal dieser Griff. Das ist Varun Bahrami, der hat hier in der WM 2018, musste der dann im Viertelfinale, war das glaube ich, gegen Brasilien ausgewechselt werden mit Oberschenkelbeschwerden. Wie gesagt, das war 2018 und der junge Mann hatte 2009 schon eine linksseitige Kreuzbandverletzung in England, war dann auch mal eine Zeit lang bei uns, aber man sieht, man hat immer wieder Beschwerden, leider, aber man schafft es dann doch auch sehr, sehr lange, so eine Karriere auf extrem hohem Niveau
auch durchzusetzen, wenn man gut behandelt wird und wenn man selber natürlich auch möglichst professionell im Umgang ist. Am Ende ist aber das Wichtigste für solche Spieler, und das darf man nicht vergessen, da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, einfach wirklich ein individuelles Trainingsprogramm im Kraftraum draußen und eben nicht nur unter Anleitung, wie man jetzt hier sieht, sondern auch, dass die Spieler einfach selbst immer wieder an sich arbeiten. Ich möchte jetzt etwas kürzer auf den zweiten Fall noch eingehen. Das ist wie man jetzt hier auf der rechten Seite sieht, dieser Knorpelschaden Retropatella und im Bereich der Trochlea. Und hier gibt es dann eben ja leider schon immer wieder auch Probleme ventral, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Rectus Femoris oder auch immer mal wieder, wie man hier sieht, im Iliopsoas. Also das sind so die Klassiker dann für diese Spieler mit den ventralen, patellofemoralen Problemen. Häufig sind es Spieler, die auch ordentliches Hohlkreuz haben, die durch diese Beckenverkippung eben immer so ein bisschen wie in so einer Schussstellung stehen, und das ist zumindest meine Theorie, und dadurch auch häufig diese über den erhöhten Anpressdruck diese Probleme hinter der Kniescheibe haben. Und am Ende ist die Therapie ähnlich wie zuvor gezeigt, aber auch man kann auch mal andere Dinge machen. Das sind jetzt diese Rückenorthese von Aston, die echt, ich glaube, jedem Spieler oder Patienten, der die das erste Mal angezogen hat und dann da eine Kompression auf die LWS ausüben konnte, ist das auch nochmal was auch da sehr, sehr gut funktioniert. Sicherlich nicht beim Spielen, aber die nehmen das dann häufig für die Reisen zum Beispiel, um da wieder ein bisschen Druck aus dem unteren Rücken rausnehmen zu können. Also wie gesagt, da sind, glaube ich, dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt, um da einfach zu optimieren und zu entspannen und entlasten, was geht. Auch da ganz kurz ist natürlich einfach Aufbau dieser Rumpfmuskulatur ganz, ganz wichtig. Ich kann diese Hyperlordose am besten natürlich einfach durch Muskelkraft, durch Beckenbodentraining, durch Rumpfstabilität, Tiefenstabilität ausgleichen. Und auch das muss da natürlich wieder das A und O sein. Und das kann ich natürlich durch alle Spritzen und Orthesen und Medikamente der Welt und Nahrungsergänzungsmittel nicht erreichen, was man am Ende selbst schaffen kann. Also das ist einfach wirklich der entscheidende Punkt. Am Ende ist das natürlich nicht nur, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, ein Problem, was jetzt Profifußballer betrifft, sondern das zieht sich durch alle Sportarten. Hier sind so eine kurze Aufstellung, wo eigentlich, also in welchen Bereichen typischerweise diese Knieverletzungen und eben dann auch diese Folgeproblematiken entstehen. Also das betrifft letztendlich alle Altersgruppen, Frauen wie Männer, und auch alle Sportarten. Und natürlich, und auch das ist ganz, ganz wichtig, steht normalerweise, aber da möchte ich jetzt heute auch nicht näher drauf eingehen, natürlich nach so einer Verletzung erstmal ein möglichst professionelles Stufenschema. Das ist jetzt so ein sogenanntes Low-X-Konzept, was wir im UKE Athletikum eben durchführen mit unseren Patienten, was so ein stufenweises Rehabilitationskonzept darstellt und die Basis dafür. Da kommt man eben wieder auf diesen Trainingsaspekt zurück, ist eben ja die Säule letztendlich, das Fundament, das eben Ausdauer, Krafttraining, Beweglichkeit und Sensomotorik darstellt. Und auch da muss man eben sehr, sehr auf unsere Patienten, also auf das individuelle Ziel unserer Patienten eingehen. Zusammenfassend, hier steht das Spectrum of Care von Knorpelverletzungen im Fußball. Ich glaube, ich habe zumindest versucht, sehr eindringlich auf diese Kombination von Inflammation, Funktionsstrategien und eben auf die Kombinationstherapie einzugehen. Es sollte über allen wirklich ein klares Therapiekonzept stehen, und man sollte alle Beteiligten da mitnehmen und auch vielleicht die lokalen Expertisen, die man im Team hat oder auch um das Team herum hat, auf jeden Fall nutzen. Man muss da sehr, sehr individuell eingehen auf die Beschwerden und auf den Sportler
eben auf möglichst viele Teilbereiche, die man kennt, eingehen. Optimalerweise sollte man behandeln, bevor bevor die Beschwerden auftreten. Man sollte definitiv immer, immer, immer weiter versuchen, Defizite durch Training zu beheben. Diese Kombinationstherapie der Wirbelsäule, ISG, Oberschenkel und Knie, habe ich Ihnen gezeigt. Störfelder, diesen Begriff sollte man mal gehört haben und das sollte man auch bedenken. Ernährung und Substitution habe ich auch versucht, darauf einzugehen. Und natürlich ist Regeneration und Schlaf auch ein wichtiges Thema. Natürlich gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Themen, die da eine Rolle spielen. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen Ihnen allen. Und jetzt schaue ich mal, ob ich irgendwie hier sehe, wo die Fragen versteckt sind. Genau, also falls noch jemand Fragen hat, Sie können es jetzt über diese FNA stellen. Ich schaue mal hier. Hier steht, wären die Spieler mit den umschriebenen Knorpelschäden denn nicht Kandidaten für eine ACT gewesen? Das ist eine sehr, sehr richtige Frage. Es gibt leider, glaube ich, also zum einen ist es so, der erste Spieler zum Beispiel, der hatte einen lateralen Meniskusschaden und ich bin der Meinung, dass es wenig Sinn macht, den Knorpelschaden mittels einer ACT anzugehen, ohne dass ich den Meniskusschaden beheben kann. Leider gibt es auch, muss man auch sagen, kaum einen Fall, also es kennt zumindest immer einen Fall mit einer ACT im Profifußball, weil einfach diese sehr lange Ausfallzeit von 12, 15, 18 Monaten sich so ein bisschen widerspricht mit dem Profifußball. Wenn, dann wird meistens noch die klassische Mikrofrakturierung gemacht. Die haben wir auch schon häufig bei Spielern durchgeführt, auch mit ähnlichen Schäden. Allerdings muss man sagen, ist es im Profifußball wirklich so, dass klassischerweise diese Schäden konservativ behandelt werden und das aus eigener Erfahrung die Mikrofrakturierung oder die operative Knorpeltherapie primär nur bei Patienten oder bei Spielern durchgeführt wird, die wirklich einen frisch traumatischen Knorpelschaden haben. Die gibt es auch. Bei denen sollte man das auch durchführen. Wenn Sie sich jetzt noch an den anderen Athleten erinnern mit der Patellan-Problematik, da komme ich natürlich auch nicht so richtig ran mit einer OP, weil der hat zum einen hatte eine Kissing-Läsion in der Patella und auch in der Trochlea. Und die hat er natürlich auch nicht erst seit ein paar Wochen gehabt, sondern auch über Jahre hinweg. Und insofern macht es leider da wenig Sinn, operativ vorzugehen, zumindest aus meiner Erfahrung her. Wie gesagt, wir machen es immer wieder, aber eher, wenn wirklich so eine frische Läsion mit auch akuten, größeren Beschwerden vorliegt und die Spieler, und das ist der Hauptanteil der Spieler, mit so chronischen Schäden, häufig auch nach einer, wie man hier zum Beispiel bei Varami gesehen hat, nach einer Kreuzband-OP vor x Jahren, da ist man eher in dieser konservativen Schiene, die ich Ihnen gerade, ja, vorgestellt habe. Dann an Henning Ott weitergeben, der ist schon hier, der hat sein Logo auch verkleinert, wie ich gesehen habe. Und lieber Henning, ich habe leider jetzt hier nichts, wo ich dein Thema ablesen kann, aber ich glaube, es haben alle gelesen und der Mannschaftsarzt der sehr erfolgreichen Eintracht Frankfurt und ich freue mich, dich ankündigen zu können und viel Spaß allen bei Hennings Vortrag. Ja, lieber Götz, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich will einmal gerade umschalten auf meinen Vortrag. Ja, der Titel meines Vortrags ist, oder unseres Vortrags muss ich sagen, weil ich ihn zusammen mit Thomas Stein halten werde, meinem Kollegen aus der Praxis. Wir werden das ein bisschen aufteilen und dann die Teile ein bisschen ergänzen. Ist Knieverletzung bei Arthrose. Der Anfang vom sportlichen Ende ist natürlich immer eine große Frage, ob das
jetzt soweit ist. Und da wollen wir ein bisschen über Prävention, Therapie und Rehabilitation sprechen und schauen, was denn da so möglich ist. Ja, so fängt es häufig an und das ist natürlich ein sehr junges Knie, das hat wenig mit Arthrose zu tun, das ist auch gut so, ist eine noch sehr junge Patientin, aber da ist der Kreuzbandriss zugezogen vor ein paar Wochen, das sind so OP-Bilder der letzten Wochen, die ich mal reingenommen habe, und ist das immer die Frage, wie ist denn das, ist das schon der Anfang vom Ende, die Rückkehrer zum Sport sind relativ viele und doch gibt es auch viele Leute, die eben nicht adäquat zurückkommen. Und deswegen vielleicht hier primär wahrscheinlich nicht, aber später vielleicht schon. Hier sieht es schon ein bisschen anders aus. Wenn man die Bilder hier sieht, das sind doch schon deutlich flächige, arthrotische Knorpelveränderungen. Ehemaliger Bundesligaspieler, über 200 Ligaspiele gemacht. Der ist mit 51 Jahren dann schon deutlich näher an der Arthrose dran. Er möchte ein bisschen Fitness machen, spielt noch in der Traditionsmannschaft. Aber ob er das nachher immer noch so weitermacht, ja, vielleicht schafft er es, aber hinten raus wird es wahrscheinlich dann doch eng für ihn. Und so ist es dann natürlich irgendwie noch gruseliger. Auch hier, wie bei Götz, auch ein Patient, wo viel Ausmeniskus resiziert wurde schon. Und das ist ein sehr, sehr sportlicher Mann, 43, läuft Ultramarathons, Zugspitzenmarathons, ist Ironman-Teilnehmer, macht hochalpines Wandern und er wird auch gern wieder seinen vollen Sport machen. Und das ist natürlich, wird dann immer umso schwieriger und daran soll es in den nächsten Minuten gehen. Ich glaube, wichtig ist, das ist, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass es darum primär natürlich geht, was kann man denn präventiv machen? Und wir sehen, dass die Knieverletzungen bei Sportlern sehr, sehr häufig sind. Immerhin fast 60% erleiden relevante Knieverletzungen. Und wir haben, und das ist ein Problem, viele inflammatorische Prozesse, die über eine sehr, sehr lange Zeit bestehen bleiben. Und das führt letztendlich dazu, dass es nicht gut ist für den Knorpel und deswegen wir da gegen diese Inflammation auf jeden Fall arbeiten müssen. Die Athleten, sieht man unten ganz schön, haben hier doch sehr häufig Knorpelschäden und ungefähr 80% haben tatsächlich Knieoperationen im Rahmen ihrer Karriere gehabt. Und die Prävalenz der Kniearthrose ist in der Studie hier angegeben mit 30. Wir sehen aber auch in anderen Studien wie hier, dass sie bei 50% angegeben wird. Ich glaube, einig ist man sich darin, dass es deutlich erhöht ist. Und das Problem ist, dass es einfach sehr früh kommt. Immerhin hier bei mittel 37-jährige Patienten. Das ist ja noch nicht wirklich alt für so ein Knie. Und dass das Leute sind, die durchaus auch in relevante Beschwerden bei Alltagstätigkeiten haben, nämlich bei normalen Gehen, bei Treppensteigen. Und dann wird es ja noch ein bisschen problematischer, weil man natürlich diese Sachen nicht vermeiden kann. Das heißt, wir müssen irgendwas tun, dass wir dort irgendwie präventiv arbeiten. Was wollen wir natürlich machen? Was ist das Ziel einer Prävention? Wir wollen natürlich entweder weitere Verletzungen vermeiden oder das Voranschreiten ausbremsen, idealerweise oder zumindest verzögern. Wir wollen aber auch gucken, ob sie wieder eine angepasste Sport- oder Leistungsfähigkeit bekommen, diese Patienten, weil ich glaube, ein Thema Sport im Alter ist was, mit dem wir uns alle relativ relevant beschäftigen müssen, weil einfach sehr viele Leute im Alter noch Sport machen möchten. Was sicherlich wichtig ist, ist das Thema muskuläre Stabilisierung, dass man da natürlich viel arbeitet. Wir haben natürlich nicht den Muskelstatus eines 20-jährigen Leistungssportlers dann vor uns bei den arthrotischen Patienten. Wir würden natürlich gerne, das hatten wir gerade eben groß in den Themen auch, dass man die NSRR und ähnliche Substanzen reduziert. Das heißt letztendlich aber auch, wir müssen irgendwie gegen diese Entzündungssituation, die zu einer katabolen Stoffwechsellage führt, arbeiten. Wie machen wir das? Es gibt relativ viele Arbeiten, die das untersucht haben. Was kann man denn machen bei Knieverletzungen oder Arthrose und Sport? Und die konnten eigentlich sehr schön zeigen, dass Heimprogramme wie funktionelles Training die Kniefunktion wirklich relevant verbessern und dass die Schmerzen bei den Osteoarthritis-Patienten deutlich und signifikant senken. Man hat aber auch gesehen, dass es keinen relevanten Unterschied gibt, ob das jetzt jemand macht in einem Programm, wenn er gut angeleitet ist, oder tatsächlich ein direktes supervidiertes Trainingsprogramm.
Kein Unterschied gibt es anscheinend dahin, ob es in einer offenen oder geschlossenen Kette erfolgt. Was mich persönlich so ein bisschen verwundert hat, weil ich hätte eigentlich eher die geschlossene Kette favorisiert. Aber es ist zumindest von den Daten her so, dass das nicht unbedingt hergibt, dass es so sein muss. Propriozeptives Training ganz wichtig. Ne? Das sind natürlich die ganze funktionelle Ketten, die der Götz gerade eben auch schon angesprochen hat. Das ist wichtig, dass wir nicht nur alle sagen, oh, da muss der Quadrizeps gut sein, sondern wir müssen natürlich funktionell gerade im Rumpfbereich, Core Stability als Stichwort, entsprechend gut sein. Das müssen die Leute mit einer Arthrose natürlich auch. Genauso gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass konzentrisches und exzentrisches Training beides signifikant die Funktion und auch die WOMAC-Scores verbessert. Und die Knieflexion scheint tatsächlich irgendwie so ein bisschen ein entscheidender Parameter zu sein, was zu einer besseren oder zu einer zufriedenen Patientenpopulation führt und zu weniger Schmerzen. Und auch hier kann man sagen, dass beide Arten des Krafttrainings gut toleriert werden. Spannend auch, relativ viele Arbeiten beschäftigen sich damit, ob Tai Chi, welche Rolle die hat. Und man kann in Arbeiten sehen, dass anscheinend Tai Chi und Physiotherapie doch relativ Kopf an Kopf sind. Was ich glaube, was sich auch wirklich ganz gut daraus erklärt, dass egal, ob es jetzt Tai Chi oder Yoga ist, am Ende sind das alles Sachen, die wir heute als funktionelles Training irgendwie den Leuten anpreisen. Aber da geht es ganz viel um Rumpfkraft, da geht es ganz viel um funktionelle Ketten und exzentrisches und konzentrisches Training, sodass das sicherlich Sachen sind, wo man auch durchaus den älteren Patienten mal zu moderieren oder hinbringen kann, dass er an solchen Kursen zum Beispiel teilnimmt. Das hatten wir gerade eben, das ist auch schon viel angesprochen worden. Da müssen wir dagegen vorgehen. Das ist wichtig, auch in der Prävention bereits. Das heißt, wir müssen den oxidativen Stress und damit auch die Inflammation senken. Und neben all den ganzen Sachen, die natürlich gerade schon genannt worden sind, mit PHP, Hyaluronsäure, UC2, Chondroitinsulfat etc., ist die Ernährung, glaube ich, wirklich eine ganz entscheidende Rolle. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Omega-3-Fettsäuren, die stark antientzündlich wirken, Kurkuma ist schon genannt worden, dass wir die alle in den Vordergrund bringen. Und dann haben wir so die roten Beeren mit den ganzen Anthocyanin und Ähnlichem, mit denen wir einfach extrem gut arbeiten können. Und einerseits sicherlich durch eine Ernährungsumstellung das machen, andererseits aber auch die substituieren können. Das Schöne ist, finde ich, an diesen Substitutionen, die sind extrem billig. Wenn man das Ganze irgendwie mal zusammennimmt mit Kurkuma, Weihrauch, Omega-3-Fettsäuren, von mir ist noch ein Coenzym Q10 dazu, dann liegt man vielleicht bei Monatstherapiekosten von 20 Euro. Und das sind, glaube ich, Sachen, die der Patient auch annimmt, die er auch macht und die er vor allen Dingen langfristig macht. Was, glaube ich, das Problem ist einfach bei teuren Nahrungsergänzungen, wo dann irgendwann, glaube ich, die Compliance doch schlechter wird. Frage ist jetzt natürlich das, was ist denn, wenn sowas passiert? Da ist eine Arthrose, da ist ein Kreuzband nicht in Ordnung. Was ist denn, wenn diese Knieverletzung dann doch auf oder eintritt? Und das ist die Überleitung zu meinem Kollegen Thomas Stein, den ich an dieser Stelle begrüßen möchte. Und gucke einmal gerade, dass ich meinen Monitor hier wieder zurück freigebe. Hallo, hallo. Hallo. Jetzt. Ja, ich leite über an dich, Thomas. Du erzählst uns ein bisschen was zu der Frage, die ja immer wieder gestellt wird. Inwieweit wird dein Kreuzband noch rekonstruiert, wenn eine Arthrose da ist? Und da sind wir sehr gespannt, was du uns jetzt gleich hier erzählen wirst. Ja, erstmal herzlichen Dank, Henning, für die netten überleitenden Worte, für unseren Zwischenteil unseres Vortrages. Auch vielen Dank für die Organisation und die Einladung. Genau, vorderer Kreuzbandersatz bei Gonarthrose. Normalerweise fange ich Kreuzbandvorträge eher an mit dieser Übersichtsarbeit. Allerdings ist unser Alltag eigentlich eher dieser. Wir haben ein ganz heterogenes Patientengut und vor allen Dingen die Jüngeren, gerade die sportlich Anspruchsvollen, haben doch mehr degenerative Erscheinungen. Wie Götz ja vorhin schon gesagt hat, eine Knorpeltherapie ist da eher auf kurzfristige Therapie ausgelegt. Also die Gonarthrose bei der Kreuzbandinstabilität ist ein Alltagsproblem. Und das ist ein Foto, was ich mal noch zu Zeiten in der BG gemacht habe, wo man mal den roten Strich sieht, das sind die BG-Patienten, die beglichen versicherte Unfälle haben, über 50 und die unter 50. Und wir sehen 2023, das ist mittlerweile nicht mehr weit hin, haben wir mehr BG-versicherte Unfälle und Therapienotwendigkeiten als bei den unter 50-Jährigen. Das ist so ein bisschen, zeigt uns, wie auch die Notwendigkeit der Gonarthrose bei Bandverletzungen mehr in den Fokus für uns rücken muss.
Genau das sind unsere Patienten, die praktisch mit Beginn der Gonarthrose und Kreuzbandverletzung ihren Sport wieder ausüben wollen und nicht nur mit orthetischer Unterstützung. Das sind sozusagen hier ganz typische Patienten, Varusgonarthrose, Valgusgonarthrose mit Bandverletzung. Die Patienten sind klinisch häufig auch rotationsinstabil, vernehmen die Instabilität, haben Schmerzen, aber vernehmen mehr Instabilitätsproblematika und hegen den OP-Wunsch, weil sie sich als Sportler fühlen. Das sind dann die intraoperativen Bilder und das ist durchaus anspruchsvoll, dann diesen Patienten einen adäquaten ligamentären Aufbau zu gewährleisten, der später wieder die Möglichkeit bietet, auch den Sport auszuüben. Hier haben wir eine Patientin, eine ehemalige Handballspielerin, jetzt Trainerin mit Notch-osteophyten, Medial-osteophyten. Guckt man da ans Knie, ist es wieder Patellofemoral, so richtig, richtig sensationell. Als auch Medial sind die guten Zeiten vorbei, aber die Dame möchte wieder Tennis spielen, wieder Handball spielen. Und der Fokus dieses Vortrages ist nicht, führt die Kreuzbandplastik zur Gonarthrose, sondern was macht die Gonarthrose mit der Kreuzbandplastik? Und damit fangen wir natürlich an, wann reicht die konservative Therapie nicht mehr aus? Und geht man hier mal in die Literatur, sehen wir im Endeffekt, dass bei einer vermeintlich aggressiven, nicht operativen Therapie zur Vermeidung einer konservativen Therapie zur Vermeidung einer operativen 43% insgesamt einen verschlechterten Schmerzstatus noch haben. Wir haben bei der konservativen Therapie doch hier relativ hohen Schmerzwahrnehmung und schaut man sich vor allen Dingen mal an die Rehverletzung und die Wiederaufnahme des Sports. Nach konservativer Therapie einer Vorder- und Kreuzbandverletzung haben wir A, einen hohen Anteil von weiterführenden Verletzungen, einen hohen Anteil letztlich auch ein Drittel, die keinen Sport mehr machen und ein Drittel muss die Sport abwechseln. Also letztendlich ist der Return to Sport nach einer Kreuzbandruptur mit Beginn der Arthrose oder fortgeschrittener Arthrose nicht wirklich in der konservativen Therapie adäquat zu adressieren. Sodass die Conclusion hier aus dieser konservativen oder aus dieser Studie letztendlich ist, dass das Alter ohne Korrelation zum funktionalen Outcome ist. Schlechte Parameter für oder schlechte Prognoseparameter der konservativen Therapie sind Kombinationsverletzungen und höhergradige auch Rotationsinstabilitäten und ein sportlicher Anbruch. Ist per se nach diesen Daten ein negativer Outcome-Parameter für die konservative Therapie. Beeinflusst denn die Osteoarthrose das Outcome unserer Kreuzbandplastik? Und hier vergleicht man mal Gruppe 1, sind die etwas älteren, über 50-Jährigen und die Gruppe 2, die unter 40-Jährigen vom Outcome her. Injury-to-Surgery-Intervall ist sicherlich vergleichbar. Meniskusverletzungen sind sicherlich in der älteren Gruppe etwas stärker. Und schaut man sich immer die Daten an, will ich gar nicht ins Einzelne eingehen, sieht man sehr schön, dass die ältere Gruppe prinzipiell auch vergleichbare Benefit hat im Funktional Outcome. Sie haben gute objektive Stabilitätsparameter. Sie haben eine leicht erhöhte Komplikationsphase in der Frühphase allerdings. Allerdings muss man auch hier sagen, sind die ligamentären Parameter, also die ligamentäre Stabilität, ist nicht untersucht worden. Zusammenfassend dieser Studie, es lohnt sich sozusagen hiernach auch bei dem älteren Patienten, den ligamentären Status wieder aufzubauen. Wir müssen in der Frühphase ein bisschen erhöhte Komplikationsrate. Die Patienten profitieren sehr in den funktionellen Outcomes. Ligamentär ist es hier leider nicht untersucht worden. Da haben wir eine Studie, wo wir dann später nochmal drauf zurückkommen. Die Komplikationsrate ist erhöht, das wissen wir. Haben wir denn den Return to Sport, Return to Work bei Patienten mit Kreuzbandplastik und Gonarthrose? Und auch hier kann man sicherlich sagen, Return to Sport ist ein wenig verlängert. Der Return to Sport Level beim Arthrose-Patienten ist nicht vergleichbar, ist sicherlich reduziert im Vergleich zu dem Patienten ohne Osteoarthrose. Guckt man sich mal den Tegner-Score an, der relativ, valide hierfür ist, dann kann man sehr gut sagen, dass die Arthrose-Patienten sicherlich nicht mehr in den Wettkampfsport zurückkehren, weil sie allerdings auch vorher natürlich nicht auf Wettkampfniveau sind. Das heißt, im Vergleich zum ursprünglichen Niveau kommen letztendlich die Patienten mit beginnender oder fortgeschrittener Arthrose und Kreuzbandplastik wieder auf ein gutes Niveau zurück. Wir haben sozusagen vergleichbare Sportaktivitätslevel-Differenzen zwischen prä- und postoperativ. Leicht verlängert im Return-to-Sport-Intervall, weil einfach doch der muskuläre Aufbau sich beim älteren Patienten physiologisch ein bisschen mehr verzögert. Und hier ist jetzt die Studie, wo wir uns anschauen, was macht denn die Funktion? Ja, das haben wir gesehen, aber was macht denn die Stabilität nach Vorderkreuzbandplastik bei Beginn der Arthrose und
auch hier, wenn man sich diese Daten anguckt, die ersten Parameter, hier geht es um die Laxität. Und da muss man schon sagen, dass der ältere Patient nach vor der Kreuzbandplastik eine verlängerte AP-Translation zurückbehält. Das heißt, wir haben eine ligamentäre Stabilität, aber mit einer gewissen Restinsuffizienz. Die Autoren gehen hier drauf nicht wirklich ein. Wenn man jetzt mal schaut, Patienten haben eine erhöhte Meniskus, insbesondere Innenmeniskuspathologie. Wir wissen, dass der Innenmeniskus die Stabilität des Medienkomplexes, des Postmedialkomplexes oder obligat ist für eine gute Bandkonsolidierung. Hier muss man davon ausgehen, dass A, der häufig doch fehlende Komplex des Medienmeniskus eine Ursache ist für eine restliche vermehrte AP-Translation und wir natürlich aufgrund des Arthrosenmilieus im Knie von einer leicht verschlechterten ligamentären Konsolidierung ausgehen müssen. Das Ganze schlägt sich aber interessanterweise nicht wieder auf die muskuläre Stärke und auch nicht auf die Scores. Also rein von den Scores und von der muskulären Kraftentwicklung sind sie eigentlich vergleichbar. Und das sind jetzt echt die Daten, die für uns natürlich durchaus ausschlaggebend sind, dass wir auch die Patientengruppe über 50 mit Beginn der Arthrose und Rotations- und AP-Translationsinstabilität mit sportlichem Anspruch durchaus operativ versorgen sollten, wissend, dass wir hier zu 50% eine verbleibende Restinstabilität behalten. Was sind denn für uns negativ prädiktive Faktoren? Kreuzbandplastik bei Gonarthrose und das, was wir gerade schon gesagt haben, ist vor allen Dingen Innenmeniskusdefizit und mediale Osteoarthrose. Das sind negative Parameter für das Outcome. Und genau die müssen wir uns dann angucken, ob wir hier eventuell eine Add-on-Therapie durchführen. Sehen wir demnach einen Patienten, der eine volle Kreuzbandplastik eventuell benötigt mit einer mediabetonten Gonarthrose und einem Meniskusverlust, müssen wir natürlich durchaus einen eventuell zweiphasigen Brace-Test durchführen, um zu gucken, ob eine Entlastung des medialen Kompartimentes einen zusätzlichen Benefit generiert und durchaus diskutieren, ob wir eine Add-on-HTO mit durchführen, also eine beigesehene Umstandsoperation. Das ist eine relativ gute Studie, ich meine immerhin knapp 400 Patienten und mir hat schon sicherlich eine gewisse Aussagekraft. Also Entscheidungskriterien für uns, für den Vorderkreuzband, Operation, Instabilitätsausmaß, Kniebindenschäden, sportlicher Anspruch, mediale Gonarthrose. Indikationsstellung zur Therapie. Asymptomatische ligamentäre Instabilitäten. Muss ich den überhaupt operieren, wenn der Patient schon eine symptomatische funktionelle Instabilität hat? Wie gesagt, wir gehen wie folgt vor. Sicherlich, die Patienten werden häufig oder kommen sie schon mit einer sehr spezifischen Physiotherapie. Es ist immer wichtig, dass man fragt, was ist hier wirklich gemacht worden? Dann diskutiert man Kreuzbandplastik oder Kreuzbandplastik mit Slope oder Achskorrektur in der Frontalebene. Das sind sicherlich die Parameter, die man mit dem Patienten hier abklären sollte. Zeigen uns sehr schöne Datenmotive, dass wir hier doch auch mit einer Add-on-Korrektur des Slopes und der Achse A, wieder zum Sport im Alter mit Beginn der Arthrose zurückkommen, B, einen signifikanten Benefit haben. Hier gibt es kein striktes Alterlimit. Warum brauchen wir auch bei Beginn der Arthrose durchaus auch eine ligamentäre Stabilisierung, auch wenn der Patient sich nicht instabil fühlt, weil wir einfach wissen, aus dieser Daten oder Studie aus Pittsburgh, dass auch die Patienten mit einer nicht symptomatischen Instabilität letztendlich eine vermehrte AP-Translation haben und sich insbesondere das mediale Kompartiment weiterhin destruieren. Das heißt, hier, wie schon eingangs gesagt, der zweiphasige Brace-Test, wo man Add-on später eine Entlastung des medialen Kompartimentes einstellen kann, um zu sehen, ob der Patient da noch weiter von profitiert. So dass wir einmal ligamentär den Patienten aufbauen können, funktionell bearbeiten können und anschließend physiotherapeutisch. Wenn wir ihn operieren, dann sollten wir insbesondere bei weichen Knochen darüber nachdenken, dass wir nicht nur bohren, sondern auch bougieren. Ja, und praktisch um den Bohrkanal den Knochen so ein bisschen impaktieren. Und wir sind großzügig, dass wir bei den Patienten mit gonarthrotischen Veränderungen Knochenblockverfahren, vor allen Dingen mit der Quadrizepssehne nehmen, um im Endeffekt eine Konsolidierung des Bandapparates frühzeitig Knöcherneinheilung positiv zu beeinflussen. Was machen wir noch separat? Das ist hier im Patienten auch im Revisionsfall mit beginnenden medialen Gonarthrose, Hybridfixierung, gehen wir am Ende nochmal drauf ein, wo wir letztendlich nicht nur die Aperture und Non-Aperture-Fixation im Kniegelenksbereich direkt mit bearbeiten, sondern dann durch eine Add-on-Pollerschraube oder durch eine transfemorale zusätzliche Fixierung, insbesondere bei weichen Knochen, primär eine höhere biomechanische Stabilität generieren oder eine additive Achskorrektur mit durchführen. Das sind so Sachen, die man
neben dem intraoperativen Vorgehen, neben einer anatomischen Kreuzbandplastik, zusätzlich noch mit diskutieren sollte. Warum sollte man den Slope eventuell mit korrigieren? Weil wir einfach wissen, wenn wir den Slope reduzieren, entspannen wir bei axialer Kompression des Femurs auf die Tibia, den Druck der Tibia nach ventral und entspannen somit letztendlich das vordere Kreuzband, was wir eingebracht haben. Das heißt, wenn wir zusätzlich eine Umstellungsoperation durchführen, sollten wir den Slope zur Reduktion des Drucks für das vordere Kreuzband und eine verbesserte ligamentäre Konsolidierung desselbigen mit reduzieren. Wichtig ist also beim Arthrosepatienten mit Vorderkreuzbandplastik A die Indikationsstellung und die Patientenführung. Dem Patienten muss von vornherein gesagt werden, dass wir hier eine verlängerte Konsolidierung und einen verlängerten muskulären Aufbau mit Return Support benötigen. Welche speziellen Keypoints haben wir? Es wird immer wieder gesagt, wir hätten ein Overconstrainment und deshalb sollte man bei einer Gonarthrose letztendlich mit einer Vorderkreuzbandplastik zurückhaltend sein. Bleiben wir anatomisch mit unserer Kreuzbandplastik, was wir natürlich anstreben, dann zeigen uns diese Daten, dass wir mit einer anatomischen Kreuzbandplastik letztendlich kein Overconstrainment generieren können. Das gleiche gilt für eine Add-on anterolaterale Kapselbandrekonstruktion. Auch hier, Daten schnell zusammengefasst, zeigt uns, die können wir durchaus mit durchführen, weil wir auch hier keine Overconstrainment des lateralen Kompartimentes haben, sondern lediglich einen zusätzlichen stabilisierenden Effekt für das vordere Kreuzband. Deshalb ich zum Beispiel bei einer vorderen Kreuzbandplastik bei Beginn der Arthrose großzügig bin, eine zusätzliche anterolaterale Kapselbandrekonstruktion durchzuführen, damit wir unser vermeintlich nicht so gut einheilendes vorderes Kreuzband hiermit supporten. Was kann man sonst damit machen? Add-on-Therapie. Hier ist ein typisches Kreuzband, was nicht hervorragend konsolidiert ist, wo letztlich ein Stück ein biologisches Verfahren mit angeklungen sein muss. Und wir hatten das vorhin schon, darum gehe ich nur übersichtshalber darauf ein. Wir wissen, wir haben beim Arthroseknie einen höheren Inflammationsstatus. Wir wissen, dass da verschiedene Parameter hoch und runter reguliert werden. Und sicherlich ist hier in den nächsten Jahren noch viel Musik drin, dass wir eine zusätzliche medikamentöse Therapie mit durchführen werden. Noch haben wir keine Biomarker, die wir dahingehend mit einsetzen. Aber das wird sicherlich kommen, dass wir die beginnende Arthrose hinsichtlich der Biomarker analysieren und zusätzlich zu der ligamentären Stabilisierung diese Biomarker mit adressieren. Das sind Übersichtsarbeiten von Tiermodellstudien, aber das wird sicherlich im Humanmodell in den nächsten Jahren kommen. Was machen wir? Neben der Schmerzmedikation geben wir noch relativ großzügig enzymatische Therapie, um möglichst die NSRR ausdrücklich als Bedarfsmedikation mit zu applizieren. Geht man da mal in die aktuelle Analyse mit rein, muss man sagen, sind eigentlich die NSRR in den aktuellen Daten, ich sage es ungern, aber gar nicht so schlecht. Das heißt, wie setzen wir das um? Zusammenfassend, Vorderkreuzbandplastik plus anterolaterale Kapselbandrekonstruktion, Knöchern, vordere Kreuzband mit BTB oder Quadrizepssehne, Hybridfixierung, Slope, Osteotomie. Das ist unsere Patientin, initial einmal dargestellt, so fixiert, vordere Kreuzband, laterale Bandrekonstruktion und hier ist noch die Hybridfixierung. Herzlichen Dank. Und jetzt gebe ich wieder an Henning zurück. Ups, das sieht ja gruselig aus, was ich hier habe. Sekunde, dann müssen wir mal. Das schalten wir einfach aus, dann bin ich wieder ganz normal da. Ja, Thomas, vielen Dank. Dann setze ich den Vortrag weiter fort und wollte noch auf die Rehabilitation eingehen, die jetzt gar nicht speziell nur, wo es nur darum geht, dass es um die Kreuzbandersätze geht, sondern allgemein ja bei der Knieverletzung oder Arthrose ich dabei bleiben will. Was gibt es da für Zahlen, für Daten? Es zeigt uns auf jeden Fall, und ich glaube, das ist nicht verwunderlich, weil darüber sprechen wir eigentlich schon die ganze Zeit, dass eine gewisse regelmäßige sportliche Belastung sehr wohl zu einer verbesserten Kniefunktion führt und auch zu einer langsamen Progression der Kniearthrose. Was ganz spannend ist, sind relativ viele Daten, die zeigen, dass Joggen an sich oder anscheinend nicht zu einem schnelleren Voranschreiten führt, was ja per se schon erstmal ein gewisser Impact ist. Und jeder, der aus so einer Verletzung kommt, weiß, wie lange es dauert, bis man wieder joggen kann. Aber, muss man sagen, von den Daten her, ist dem nicht so, was erstmal eine gute Nachricht ist, weil das ist ja nun was, was viele Leute gerne wieder machen wollen. Das muss dann auch unser Ziel sein. Wichtig, und das war
im Vorfeld auch schon angeklungen, ist, dass wir einfach gucken, was trainieren wir denn? Wir trainieren nicht nur Kraft, sondern wir trainieren vor allen Dingen auch Bewegungsumfang, hatte ich im ersten Teil dargestellt, aber auch Propriozeption und im Bereich der Grundlagenausdauer mit aeroben Training, weil wir einfach wissen, dass der konditionelle Zustand auch ganz entscheidend für die oder für das Funktionieren des Kniegelenkes ist, nämlich die Ermüdung einfach viel schneller zu einer schlechteren Propriozeption und zu einer schlechteren Ansteuerung führt. Auch können wir sehen, dass wenn die Leute einfach erstmal nur gehen und sich bewegen im Alltag, was ja gerade in Zeiten von Homeoffice durchaus ein Problem ist, dass durchaus 10.000 Schritte am Tag zu einer deutlich verbesserten Fitness führen. Ich kann das interessanterweise an meinen Eltern selber sehen, die eine Knieprothese haben, die jetzt inzwischen viel spazieren gehen und es ihnen so gut geht wie schon lange nicht mehr mit ihrem Knie. Also da, glaube ich, kann man motivieren, nebenbei noch ganz gut für den Blutdruck und den Body Mass Index. Muss man natürlich so ein bisschen gucken, deswegen ist es ja angeführt, natürlich welche Intensität man dabei macht, das ist schon klar. Ich glaube, allein die Schrittzahl ist nicht das ganz Entscheidende. Was kann man allgemein empfehlen, Herr? Man sagt eigentlich so 2 bis 3 Tage pro Woche sollten die Leute trainieren, 2 bis 3 Sätze mit 8 bis 15 Wiederholungen. Das ist ja nicht erstmal besonders viel, aber es kommt vor allen Dingen auf die Kontinuität an und am Ende ist es eine Fleißarbeit wie so viele Sachen, sodass das sicherlich auch ein Trainingsprogramm ist bei den Arthrosepatienten, was auch jeder so ein bisschen schaffen kann und was erstmal, weil es vor allen Dingen mit eigenem Körpergewicht funktioniert, auch ohne irgendwelche Fitnessstudios dort funktioniert. Es gibt keinen wirklichen Unterschied hinsichtlich Funktion und Schmerz, ob man jetzt ein High- oder Low-Resistance-Training durchführt und auch nicht, ob man ein konzentrisches oder exzentrisches Training durchführt. Das haben solche Daten ergeben. Was man auch gesehen hat, dass die Leute, die eher im High-Speed-Bereich trainieren, nach hinten raus eine bessere Kraft haben. In der 12-Monats-Untersuchung im Follow-up ließ sich das eigentlich relativ schön sehen. Was haben wir für ein Problem? Und ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, gerade die vielleicht selber auch operativ tätig sind. Und das wissen wir aus EMG-Messungen, dass der Quadrizeps häufig nicht gut angesteuert wird. Und das sind so die typischen Patienten, die dir sagen, ich kriege da zum Beispiel gar keinen Muskelkater, wenn ich Kraft trainiere. Und dann fehlt die Ansteuerung. Das ist so wie so ein V8-Bi-Turbo, der irgendwie nur auf 2 Zylindern läuft. Der läuft, aber läuft nicht besonders schnell. Und was wir dort machen, ist nicht sagen, noch mehr Kraft, mehr Kraft, mehr Kraft, sondern wir müssen erstmal die Ansteuerung verbessern. Das ist ja diese reziproke Hemmung oder Adrenergic Muscle Inhibition auf Englisch, sodass man da echt gut mit Sachen arbeiten kann, wie TENS, wie EMG-Biofeedback, was sicherlich, glaube ich, ein ganz großes Zukunftsthema ist, oder auch diese EMG-getriggerte Stimulation, sodass wir überhaupt erstmal wieder diese Muskeln aktivieren. Und auf diesem kleinen Bild sieht man das so ein bisschen, den Unterschied zwischen dem Vastus medialis und lateralis. Der ist überhaupt nicht symmetrisch und deswegen funktioniert das Ganze natürlich auch nicht. Interessant ist auch, dass tatsächlich Kryotherapie in einer Untersuchung zu einer deutlichen Verbesserung der Kraft führte. Und ich glaube, das ist primär wahrscheinlich, weil man die Inflammation im Knie hemmt und dadurch einfach zu einer verbesserten Ansteuerung führt, weil die reziproke Hemmung haben wir ja gerade dann, wenn irgendwas im Knie nicht in Ordnung ist. Wir haben insgesamt bei den Athleten oder Sportlern mit einer Osteoarthrose eine deutlich höhere Belastung der Gelenke als beim Kniegesunden. Und das hat was damit zu tun, das hat der Thomas ja auch gerade eben relativ schön zeigen können mit den ganzen Sachen, dass die Kniekinematik wirklich anders ist. Ne? Da fehlt Höhe bei einer Arthrose von Knorpel und Meniskus. Da ist der muskuläre Status sicherlich nicht so gut. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Leute einfach muskulär extrem gut sind, bevor sie wieder in irgendwelche Spielsportarten zurückgehen, weil die Zahlen schwanken ein bisschen zwischen, ich sag mal, grob 10 bis 45%, entwickeln die Arthrosepatienten bei der Ausübung von Step-and-Go-Sportarten eine gewisse Kniegelenksinstabilität. Häufig zum Beispiel Meniskus voroperiert, das ist ja so ein bisschen das Hinterhand der Vorstopper des vorderen Kreuzbandes und dann kommt es letztendlich zu einer Elongation des vorderen Kreuzbandes und dann ist es natürlich immer das Problem, dass es einfach so ist, dass wie ein Sicherheitsgurt im Auto, wenn der dann irgendwie erst weiter vorne anfängt so einzurasten, dann hilft da halt nicht mehr so besonders viel, wenn der Kopf gerade auf dem Weg zum Lenkrad ist. Was man auch sehen konnte, ist bei Läufern, dass wenn man die Schrittfrequenz ändert, können wir signifikant die Belastung gerade im Patellofemoralgelenk senken
Und das ist relativ wichtig, jetzt einfach mal, wir reden die ganze Zeit eigentlich vom Hauptgelenk, aber wir haben ja auch noch ein Patellofemoralgelenk für die Leute, die dort einfach die Arthrose primär haben, sodass wir da eine Änderung des Laufstils wirklich für die wichtig ist. Und wir natürlich auch da gerade bei denen gucken müssen, dass die immer in der vollen Streckung sind, weil diese Streckdefizite führen ebenfalls zu einer deutlich erhöhten Belastung des Patellofemoralgelenkes aufgrund des Anpressdrucks der Patella. Die Beweglichkeit, ganz wichtig, hatten wir gerade eben schon mal gesagt. Und man kann an isokinetischen Studien sehen, dass einfach eine verschlechterte Beweglichkeit einfach zur vorzeitigen Muskelermüdung führt, was natürlich dann wieder einhergeht mit einer erhöhten Kraftbelastung für das Kniegelenk, sodass wichtig ist, dass man dort einfach intensiv arbeitet. Und wer das tut, hat man auch schon gezeigt, kann einfach signifikant die Schmerzen von rund 20-30% verbessern. Das ist, glaube ich, eine eigentlich gute Zahl. Und wichtig ist natürlich, dass entsprechend ein gutes Warm-up und ein Cool-Down erfolgt, wie das auch normal im Sport zu verlangen ist. Die Folie nur nochmal, weil ich glaube, es ist so wichtig zum Zeigen. Die kennen wir schon. Und was ist es also, um auf die Frage zurückzukommen, ist jetzt die Knieverletzung bei Arthrose wirklich der Anfang des sportlichen Endes? Würde ich sagen, vielleicht, aber nicht unbedingt. Ich glaube, man muss die sportlichen Aktivitäten anpassen. Die Funktionalität und die Kraft muss man unbedingt verbessern. Wir müssen präventiv arbeiten, die Ernährung optimieren und dann halt unterstützen mit auch Nahrungsergänzungsmitteln und Infiltration. Das ist alles das, was primär von Paul und Götz vorhin gesagt wurden. Und am Ende ist es ganz wichtig, dass wir natürlich wie sonst auch, aber das Gelenk sehr, sehr individuell betrachten und dann ein ganz individuelles Aufbau- und Rehabilitationsprogramm machen. Und wenn wir nachher mal so weit sind, das ist ein junger Kerl, aber der hat bereits 3 Kreuzbänder und wir können nach 7 Monaten Reha dann den Sprung machen auf den Kasten und ihn stehen. Ich glaube, dann haben wir mit der Reha ganz, ganz viel Gutes getan. Und dann kann man auch durchhalten, gesund bleiben und den Blick nach vorne richten, was, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit besonders wichtig ist. Vielen Dank. Damit sind wir beim Ende des Vortrags. Ich würde den Thomas gerne einmal noch bitten, vielleicht nochmal Video und Ton anzustellen, weil ich dann einmal gerade noch wegen der Fragen gucken würde. Gerade einmal den Bildschirm wieder zurück machen. Haben wir Fragen? Eine Frage ist da, ich habe sie noch nicht gelesen, deswegen gucken wir mal, wer sie beantwortet. Wie realistisch sehen Sie im realen täglichen Praxisleben von lediglich ambitionierten Normalübungen, Normalbürgern, Entschuldigung, und beispielsweise Real-Life-Erfahrung der bekanntermaßen heterotop angewendeten Physiotherapiemaßnahmen, die tatsächliche Umsetzung derart differenter Nachbehandlungen, wie sie für das Klientel beschrieben wurde. Thomas, gebe ich mal an dich zurück, weil ich glaube, das, was ich an Nachbehandlung erstmal hatte, ist, glaube ich, sehr allgemein. Das ist gar nicht eben, dass es ganz so viel Physiotherapie braucht, sondern sehr viel funktionelles Training, aber bei dir natürlich eine viel, viel komplexere Sache. Deswegen, Thomas, würde ich an dich einmal gerade übergeben. Gut, dass ich die Frage schon eine Weile durchgelesen habe, um sie zu verstehen. Ja, das ist sicherlich ein Problem. Ja. Beim Kassenpatient ist das ein Problem und da ist sicherlich die Zeit, dass das Ganze nur über die Kasse alles refinanziert wird, wahrscheinlich nicht gegeben vorbei, sondern da muss sicherlich dann mit guten Physiotherapeuten, mit guten Personal Trainern, mit Osteopathen, mit Biofeedback-Verfahren, Add-on gearbeitet werden, die sicherlich beim Kassenpatienten zum Teil in Eigenleistung bezahlt werden müssen. Ich sehe da regelmäßig die Notwendigkeit dafür. Wir beantragen großzügig ambulante Reha, intensivierte, extrabudgetäre Physiotherapie. Das kann man machen. Das ist auch häufig umsetzbar, aber nicht immer. Und wenn das nicht umsetzbar ist, weiß ich bisher keinen Ausweg, um aus diesem funktionellen Defizit rauszukommen. Ich sehe das auch so. Ich glaube, das Problem ist häufig, dass, wie der Kollege das richtig ansprach in der Frage, Physiotherapie ist nicht gleich Physiotherapie. Ne? Und was ich sehr häufig sehe, ist, dass die Leute zwar behandelt wurden, aber wenig Anleitung fürs Heimprogramm gekriegt haben. Und dann hört es irgendwann hinten drauf aus. Ne? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die wirklich gut angeleitet werden für diese ganzen Übungen zu Hause und dass man, wenn man das schafft, das machen ja inzwischen relativ viele Physiotherapeuten, wir haben auch so ein Setting bei uns in der Praxis geschaffen, dass einfach funktionelle Testungen, so für mich ist das Thema Kreuzband, nach 3, 6 und 9 Monaten angeboten werden, um so einen Status quo mal zu zeigen, wo haben die denn noch Defizite, um den daraus dann auch ein individuelles Programm zu machen, aber da bin ich bei Thomas, es wird ein Stück weit, glaube ich, bei den Leuten, die ambitioniert sind, wieder in den Sport zurückkehren, immer ein Stück weit in der Eigenleistung bleiben. Das denke ich auch. Ist noch eine Frage reingekommen?
Das coole Fortbildung, das ist auch gut. Ja. Das lobe ich weiter an alle Referenten und natürlich unsere Gastgeber, an denen ich dann auch gerne das Wort zurückgeben würde. Lieber Robert, in unserem Namen, ich glaube, ich spreche für alle, vielen Dank, lieber Robert, für die Einladung und an alle Leute von der Sportärztezeitung, sodass ich gerne dir das Wort jetzt wieder übergeben würde. Ja, vielen Dank an euch zurück und danke auch an mein Team, dass ich jetzt hier nochmal das Ende zumindest machen darf, damit die sich jetzt endlich ausruhen können. Die haben den ganzen Tag gearbeitet und vielen Dank für die sehr, sehr schönen Einblicke, Vorträge, Referate mit viel Potenzial und auch diesen ganzheitlichen Ansatz wirklich bei allen zu sehen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und am Ende noch ganz kurz dein Vortrag, Henning, fand ich klasse, dass du auch so ein bisschen auf das Heimtraining eingegangen bist, Anleitung und Ordnung. Ich lese sehr viel mit dem Herrn Sabock hier zusammen über die Compliance des Patienten. Die ist nicht da, wenig, ja, aber der Patient muss ja, oder Athlet oder Sportler muss ja auch wissen, was macht er und wo fängt er an in seinem Chaos. Davon lese ich sehr, sehr wenig in dem Bereich und wir wollen ja gemeinsam die Sportmedizin noch ein bisschen optimieren, die ja den Zugang hat für alle Mediziner letztendlich als Weiterbildung, hier prophylaktischer auch zu arbeiten. Und das hast du wirklich schön dargestellt, wie auch alle den ganzheitlichen Ansatz, um letztendlich auch eine Leitlinie, die auf viel Konsens auch basiert, zu ja, modifizieren, zu verändern, anzupassen mit diesen Einblicken, innovativen Ansätzen. Also danke an euch alle, danke auch speziell an dich, gerade auch mit dem Home-Training in Corona-Zeiten. Wichtig, was kann man noch alles machen? Kleine Schritte, aerobes Training, nicht nur anaerob, Leistung, weil könnte ja auch zur Inflammation führen, sage ich mal, Sportwissenschaftler, gell, Herr Stein. Ne, wir machen ja alle immer zu viel anaerob. Und ja. Das, also vielen, vielen Dank auch an die Teilnehmer, an die vielen Teilnehmer immer noch zu dieser Uhrzeit und an diesem sonnigen Tag. Und jetzt wünsche ich allen sonnige Ostern. Und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann auch wieder physisch bei solchen Vorträgen. Danke. Schöne Zeit. Tschüss. Danke, tschüss.